Mich erstaunt. Die Regierung holt 50 Kinder aus den grauenhaften griechischen Flüchtlingslagern. Mich erstaunt. Die Regierung holt 50 Kinder aus den grauenhaften griechischen Flüchtlingslagern und 80.000 Erntehelfer und 80.000 Erntehelfer. Mich erstaunt. Die Regierung holt 50 Kinder aus den grauenhaften griechischen Flüchtlingslagern und 80.000 Erntehelfer. Denn was könnte wichtiger, denn was könnte wichtiger sein als den deutschen Spargel vorm Verrotten zu retten? Denn was könnte wichtiger sein als den deutschen Spargel vom Verrotten zu retten? Deutschland ist mittendrin. Deutschland ist mittendrin in einer Pandemie, im völligen Ausnahmezustand. Die Regierung muss entscheiden und die Regierung muss entscheiden, wer vor dem Verrotten gerettet werden soll. Die geflüchteten Menschen an den Außengrenzen der Europäischen Union oder der deutsche Spargel. Da wird nicht lange gefackelt. Natürlich wird der Spargel gerettet. Was denn sonst es ist? Natürlich wird der Spargel gerettet. Was denn sonst es ist? Eigentlich keine Frage. Zumutbarkeit. 50 Kinder
Platz. 50 Kinder. Für mehr ist erstmal kein Platz. 178 akut gefährdete Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen. 178 akut gefährdete Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die Deutschland dringend aufnehmen sollte. Tellerrand.